6.38 Uhr, liebe Zuschauer, Peter Hetzel, das bist du, ja. Hat einen echten Traumjob, liest den ganzen Tag Bücher, sitzt ein bisschen im Frühstücksfernsehen dienstags rum und ansonsten reist er in der Weltgeschichte rum. Ja, so stellst du dir das vor. Ja, genau, um zum Beispiel das schwedische Autorenduo Mikkel Jürt und Hans Rosenfeld zu treffen. Richtig. Ein Autorenduo, was jetzt einen Debütroman vorgelegt hat, Der Mann, der kein Mörder war, Platz 17 der Bestsellerliste. Mhm. Wie oft warst du in den letzten Jahren in Skandinavien, um da irgendwelche Autoren zu treffen? Das ist wirklich beachtlich. Also ich glaube, in den letzten 5 Jahren habe ich das Dutzend voll gemacht. Es fing an mit Arne Dahl in Stockholm. Wir waren auf Island, wir waren in Finnland, wir waren mehrfach eben auch in Schweden. Da ist die Autorendichte am größten. Mhm. Und die sind auch die erfolgreichsten Autoren dort versammelt. Man denke nur eben an Mankel und andere. War denn an diesem Dreh jetzt irgendwas besonders in Stockholm? Ja, ich habe mich mal was getraut. Also ich bin ja normalerweise derjenige, der da sitzt und Fragen stellt. Und diesmal habe ich einen guten Freund mitgenommen, den Jürgen Bürger, der stellte die Fragen und ich habe mal den Kameramann gemacht. Ach. Das wollte ich ja schon immer mal machen, weil ich das immer so toll finde, auch hier im Studio ist mit diesen riesigen Kameras. Aber ich habe ja dann nur so eine kleine Kamera gehabt. Und dann habe ich das gedreht und jetzt, ich glaube, das ist ganz ansehnlich geworden. Lustig, gucken wir gleich rein. Ganz kurz noch, es heißt ja Henning Mankel. Mankel, sagst du? Mankel, sag ich, ja. Aha, Henning Mankel. Hat Konkurrenz bekommen. Ist das so? Ja, es ist immer so ein bisschen Äpfel mit Birnen Vergleich. Das muss man schon sagen. Man könnte jetzt auch sagen, Stieg Larsen hat einen würdigen oder würdige Nachfolger gefunden. Die hinken alle ein bisschen, die Vergleiche sind aber alle auch irgendwo richtig. Ich habe festgestellt, gerade in diesem Jahr, dass es immer mehr Paare gibt, die zusammenschreiben. Also jetzt diese beiden Autoren. Wir hatten in der letzten Woche einen Beitrag über ein Ehepaar aus Stockholm, das auch recht erfolgreich Bücher schreibt. Das hier ist das Besondere daran, dass es eben nicht diese ganz normale Polizeiarbeit ist und die schreiben einfach, wie man sagen, etwas amerikanischer. Mhm. Ja, also es ist auch nicht ganz so melancholisch, nicht ganz so düster. Das schätzen viele Leser der Kriminalromane aus Schweden. Aber wie die beiden ticken, das sollten wir uns jetzt einfach mal anschauen. Das machen wir. Ja. Wer denkt beim Stichwort Schweden nicht an Möbelhäuser, Elche und diverse geistige Getränke? Seit einigen Jahren lieben die deutschen Leser ihre nordischen Nachbarn für ihre Krimis. Je öder die Landschaft, desto härter die Handlung. Mit dieser Gleichung wurden schon viele Autoren weltberühmt. 100 Kilometer von der Hauptstadt entfernt, in Westeros, spielt sich ein Drama ab. Wir haben eine unausgesprochene Vereinbarung mit unseren Lesern, so hoffe ich. Wir sind dafür zuständig, dieses Universum zu erschaffen. Solange alles in dieser Welt ineinander greift und funktioniert, solange funktioniert die Geschichte für uns und unsere Leser. Dabei spielt es keine wirkliche Rolle, ob es sich um eine reale oder fiktive Handlung dreht. Man kann überprüfen, ob ein Polizist seine Arbeit realistisch erledigt oder nicht, aber man kann nicht alles recherchieren. Und wenn es überzeugend wirkt, haben wir alles richtig gemacht. Über allem schwebt der Geist von Henning Mankel. Nicht ohne Grund, denn die beiden Autoren haben die Drehbücher für diverse Verfilmungen geschrieben. Und nun spielt der Wallander Darsteller den Polizeipsychologen Sebastian Bergmann, denn die Filmrechte sind bereits verkauft. Aber dieser Typ ist kein skandinavischer Grübler, sondern ein veritables Charakterschwein. Bergmann ist eigentlich einer der erfolgreichsten Ermittler in der schwedischen Polizei. Aber er ist so etwas wie ein Bastard und überaus arrogant. Das hat mit einer Familientragödie zu tun, weil er seine Frau und sein Kind im Tsunami verloren hat. Von diesem Zeitpunkt an haben seine negativen Seiten Überhand gewonnen. In dem grauen Vorort Westeros versucht Bergmann, seine Vergangenheit zu entsorgen. Das Elternhaus bietet er zum Verkauf an und muss sich den Erinnerungen stellen. Das ist kein Vergnügen, denn er wird zudem auch noch in einen wirklich bizarren Mordfall hineingezogen. Ein Schüler ist das Opfer, vielleicht weil er sogar dazu geboren wurde. Und wahrscheinlich lässt sich so eine Geschichte am besten zu zweit erzählen. Ich bin beim Schreiben derjenige, der sich am meisten um die Handlung kümmert, um das Wie und das Warum. Ich halte die Fäden zusammen, damit alle verstehen, warum etwas passiert und wieso. Micke dagegen ist viel besser, wenn es darum geht, einer Figur eine Stimme und einen Charakter zu verleihen. Manchmal denke ich wirklich, dass ich kein Buch alleine schreiben könnte. Aber irgendwann werde ich es versuchen.
Dieses eingespielte Team ist noch für manche Überraschung gut. Sie haben ihren eigenen Stil entwickelt und stehen zur Leidenschaft für das filmische Erzählen. Deshalb sind ihre Dialoge so lesenswert und die Spannungsbögen so weit gespannt. Irgendwie sind wir uns doch sehr ähnlich. Wir teilen viele Ansichten und Geschichten miteinander. Und wir interessieren uns für dieselben Typen, die immer auch ein bisschen kompliziert sind. Wenn man sich die schwedische und die deutsche Literatur anschaut, dann entdeckt man ähnliche Charaktere. Aber bei uns glaubt man eher an die Realität als an das Schicksal. Und deshalb sind unsere Geschichten so in sich stimmig. Der Erfolg gibt diesen beiden Autoren recht. Sie haben etwas wirklich Bemerkenswertes erschaffen. Ihr Held Sebastian Bergman ist alles andere als sympathisch, doch er kämpft allein gegen den Rest der Welt. Es geht ihm nicht um Gerechtigkeit, sondern um den inneren Frieden. Wir werden in den nächsten Büchern erfahren, ob ihm das gelingen wird. Mitleid hat er nicht verdient, aber Respekt vor seiner genialen Auffassungsgabe. In ihm hat Kurt Wallander seine Nachfolger gefunden.